Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter. Jawohl. Hey, unglaublich, die Kunden rennen uns die Bude ein. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Aufträge wir dann bitte schön jetzt haben. Diesen modifizierten Samen haben wir, flüssiges Gefäß und Löteisen. Alle anderen Aufträge scheint nicht genommen zu haben. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil es dieselben Tage sind. Also Löteisen, flüssiges Gefäß, muss ich schauen, ob wir per Zufall noch was übrig haben. Löteisen haben wir da. Und flüssiges Gefäß haben wir da. Geilo. Keine Arbeit, wunderprächtig. Können wir gleich reinschmeißen. Das heißt, wir können ohne Sorgen... das nehmen wir mit. Ohne Sorgen können wir den nächsten, also den Dichtanschen weiter erkunden. Also ich finde das herrlich. So, weil wir müssen jetzt sowieso, ich glaube, wir brauchen derweil ewig keinen Handel mehr machen. das war etwas heftig, diese eine Runde. Aber schön. Okay. Genau, wir wollten verzaubern, das fällt mir wieder ein, unsere Waffe. Wir hatten ja zu wenig Kohle, weil da war eine Verzauberung was mit 80.000 oder so. Aber jetzt, oder mehr, jetzt haben wir aber wieder genug Geld. Und wir können jetzt unseren schönen Zwar hinter da. Ah, von wegen 80.000, 128.000 waren es, genau. Jetzt können wir den schön verzaubern. Ja, bitte. Einmal. Ein zweites Mal. Und ein drittes Mal. So, das müsste jetzt schön viel Damage sein. Passt. Ich würde sagen, das passt. Tränke haben wir noch zwei, das ist ein bisschen wenig. Das heißt, ich sollte vielleicht noch drei kaufen. Auch wenn es ein bisschen ein Brenner ist. Hui. So. Ja, bitte. Passt. Ausrüsten. Wir sind ausgerüstet, wir sind verzaubert. Wir machen jetzt mehr Damage. Den Bogen. Da muss ich jetzt mal kurz nachschauen, was wir jetzt für den Bogen zum Herrschaftszeiten nochmal alles brauchen. Ich habe auch gar keine Ahnung. Obwohl, der Bogen würde gehen. Passt, das machen wir natürlich auch gleich mit. Hervorragend, dann müssen wir nochmal zurück zum Verzaubern. Ich glaube, das wird nochmal klappen. So. Servus. Verzaubern bitte. Und zwar meinen Bogen. Kostet leider auch so viel, aber ist mir extra wurscht. Hauptsache, wir machen mehr Damage. Du hast zu wenig Gold. Ui, wir haben viel zu wenig Gold. Hui. Wir hätten, glaube ich, jetzt sogar zu wenig Gold, um den Dungeon vernünftig verlassen zu können. Da habe ich jetzt etwas übertrieben. Macht aber nichts. Wir werden im Dungeon sicher ein paar Sachen finden, die wir eh nicht mitnehmen können. Da mache ich nebenher immer Geld draus. Das müsste dann schon klappen. Hoffe ich halt. Okay. Dann würde ich sagen, wir versuchen unser nächstes Glück. Im Dungeon. Im Tech-Dungeon. So. Und. So. Läuft ja gar nicht mal so schlecht. Im Großen und Ganzen, muss man sagen, ne? Alter. Zack, zack. Oh ja. Das macht schön Schaden. Unsere Schwerter. Das ist überhaupt kein Vergleich. Okay. Aber du bist der lästige Zapfen. Unglaublich. Na, der Schaden ist in Ordnung. Muss ich echt sagen. Der passt mir so. Leben haben wir auch beträchtlich mehr. Beträchtlich mehr. So. Au, ah, ich bin im Wasser stehen geblieben. Das war echt schlau.
kann das sein, dass nur eine gewisse Gegnergruppierung den einen wiederbelebt? Könnte sein, ne? Oi, 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 oi. Ja, das ist weg. Das war jetzt nicht zum Vermeiden, glaube ich. So, schön voll machen. Kann man hier runter? Nein. Natürlich nicht. So. Du bist so lästig. Du gehörst dringend weg. Du bist so lästig. Du scheiß Monster. Ah! Ich muss nochmal hoch. Ich muss meine Sachen holen. Das war nicht so schlau, Zockilein. Das war nicht schlau. So. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Weg mit euch. Sehr, sehr fein. Blub. Und mal schauen, was da drinnen ist. Holzchen und Kupferdraht. So, nix mehr raus. Nix mehr raus, raus. Super. Mach das kaputt, weil es lustig ist. Ihr Lieben, was sagt sie eigentlich so zu Artikel 13? Ich bin so froh, dass das nicht zustande kommt. Ich weiß, sie werden alles in ihrer Macht stehende tun, das durchzusetzen, trotz allem. Also spätestens nächstes Jahr, dann wird diese Diskussion bestimmt. Räumische Wetten. Aber ich bin so froh, dass ich weiter Let's Plays machen darf. Alter, ich war schon ganz krank vor Sorge. Echt, ich habe wirklich gedacht, das ist aus und vorbei. Ich darf keine Let's Plays mehr machen. Boah, allein die Arbeit, was man da reinsteckt, ob man jetzt was mit YouTube verdient oder nicht, da ist so viel Arbeit drinnen. Egal, ob man jetzt da was aufnimmt für Videos oder sonst irgendwas. Ob es für Tiere ist, ob es Dokumentationen sind, keine Ahnung. Es ist so viel Arbeit. Und dann ist da steckst du dein Herzblut rein und man will dir den Leuten was Gutes tun. Man ist gespannt, welche Meinungen die Leute haben und so weiter. Und boah, und dann puh. Dann wäre das von heute auf morgen weg. Einfach so. Allein, ich meine, okay, YouTube wird wahrscheinlich mit dem englischsprachigen Raum mehr verdienen, als wir mit dem europäischen, also mit dem deutschen halt, ne? Also mit dem amerikanischen Raum, so wollte ich sagen, ne? Also war mehr wahrscheinlich. Aber, puh, na, das wäre schon traurig. Das wäre echt traurig, wenn man das nicht mehr machen dürfte. Klar, der eine oder andere übertreibt schon ein bisschen, muss man sagen. Da sind manchmal schon Sachen dabei, die vielleicht fragwürdig sind für den einen oder anderen, aber... Puh, also mir wird das echt fehlen hier. Ich würde zwar weiterhin die Sachen zocken. Ah, ich vergesse immer, dass das weh tut. Ich würde natürlich weiterhin zocken, privat dann halt, aber pff, mir wird das, glaube ich, echt, also mir geht das echt ab, wenn ich nicht dazu quatschen kann. Ich erwische mich ja auch manchmal, zum Beispiel habe ich Jurassic World jetzt da privat angefangen zu zocken. Ich wollte es Let's Playen, ehrlich wahr. Aber irgendwie, mein Aufnahmeprogramm mag das Spiel überhaupt nicht. Ganz und gar nicht, das ist mir auch noch nie passiert. Vor allem für ein neues Spiel. Es hat irgendwie so eine komische, keine Ahnung, wie soll ich sagen, eine Auflösung, also eine Bilddarstellung. Mit dem kommt mein Aufnahmeprogramm gar nicht klar. Obwohl ich es schon auf Vollbild und so weiter gestellt habe, das mag das Spiel überhaupt nicht. Das ist so richtig, also so richtig Streik, ne? Und da war ich schon ganz traurig und habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich es mir schon gekauft, dann mache ich es wenigstens für mich selbst, ne? Ach so, muss man sagen, es ist echt, also ich mag das Spiel, also Jurassic World auch, muss ich sagen, ist lustig. Vor allem die vielen Dinos, die man da so züchten kann, ne? Aber ich hätte jetzt schon gern Let's Play, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass es vielleicht irgendwie mal mit einem, gibt es
gibt es Patches oder so, dass es wieder einfacher ist oder keine Ahnung, aber das ist momentan echt mir ein Dorn im Auge, ein kleiner. Aber trotzdem spiele ich es gern. So, was haben wir denn hier alles schon für, hoppala, für tolle Sachen? Das können wir eigentlich schon mal so machen. Gut, das ist für nix. Wann müssen wir denn jetzt eigentlich morgen, also genau, stimmt, jetzt nach dieser Nacht müssen wir eigentlich schon wieder im Laden stehen. Stimmt, stimmt, stimmt. Das heißt, wir können eigentlich... Warte mal, wie schaut man aus? Für zwei Sachen hätten wir noch Platz. Wir könnten in die nächste Abteilung schauen. Ich glaube, das war da oben. Wir könnten in die nächste Abteilung schauen, ob wir noch das ein oder andere Monster besiegen können. Und jetzt vielleicht einen Trank zu verschwenden. Und vielleicht noch... Okay, das war zu weit, ne? Ja, klar. Da war ich wieder zu gierig. Um unsere Taschen voll zu kriegen, da werden wir wieder Handel treiben, weil wir müssen ja diese modifizierten Sämlinge abgeben und dann können wir eigentlich wieder am Abend hier den Dungeon besuchen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Zack. Alter, das sind zwei von diesen Dreckskanonen. Aber schon flottig machen. Flotti Karotti. Zack, zack, zack. Geh ein. Wow. Nein! Es fällt zu Boden. Das war, glaube ich, sogar was Selteneres. Warum tust du denn jetzt decken? Du schlimmer Finger, du. Schlimm, schlimm, schlimm. Kann man hier runter? Nein. Verloren ist verloren. Hey, cool, nochmal was zum Heilen. Das heißt, wir halten noch ein bisschen länger durch, wie so eine Duracell-Batterie. Zack, zack, zack. Ah, eine böse Kiste. Hat man schon lange immer. Diesmal für den Arsch, der ist weg. Zack, 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 zack. Okay. Wir brauchen Platz. Ich würde sagen, weg. Warum steckst du nicht, Freund? Da, du müssen hin. Unfassbar. Wir haben eh so viel Draht, wir können den... Ah, na warte. Den werden wir opfern. Ja. Für das Eisen hier, für dieses Schweißgerät. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Au. Jawohl. So, du müsstest eigentlich auch schon hin sein. Au. So, geht ja. Zack. So. Da wäre auch schon wieder... Au, au, au. Ich wollte nur sagen, da wäre schon wieder die nächste Ebene. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Wir können es ja nochmal heilen lassen. Gut, da ist nichts drin. So. Wir können uns ja nochmal heilen lassen und das eine Dürtel da anschauen. La 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 la. So. Zack, 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 halt, wow, zack, 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 und einmal noch. Sehr, sehr gut. Ich habe keinen Platz. Ich glaube, ich tue den Draht hier wieder weg. So, ah na, das will ich nicht haben. Geh weg. Das will ich haben. Leitermaterial. Tun wir den weg vielleicht, dass man schwupp, dass man den noch. Ich weiß nicht, was jetzt mehr wert ist. Ich glaube, der ist weniger wert höchstwahrscheinlich. Ui. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Richtung ganz bestimmt nicht. Hebt den Flucheffekt auf. Muss ich kurz schlupfen? Was wäre denn stackbar? Nix.
Ah, doch, es wäre was deckbar. Ich habe schon gesehen. Das werden wir sofort ausnutzen. So. Dann nehmen wir das damit. Ja, das war echt... Nein. Das war echt für die Fisch, das mitzunehmen. Ich werde auch das hier wegtun. So. Ach, gekommen, jetzt habe ich das Falsche ausgewählt. So, jetzt aber. Passt. Dann könnte man noch uns trauen, noch einen Raum anzuschauen. Zack. Zack, zack, zack. Dann haben wir schon mal erfolgreich besiegt. Zack, zack, zack. Und der ist auch bald soweit. Mir gefällt auch das. Unser Zweihänder gefällt mir auch sehr gut. Von der Optik. Zack, zack, zack. So. Von der Optik bist du schön. Da bist du so viel schön. Passt. Jetzt könnten wir eigentlich schon wieder und Anführungszeichen mutig sein und hier zum Beispiel unser Portal aufstellen. Geht sie so ab aus? Haha, geht sie nicht aus. Wir können es nur ganz normal rausporten. Okay. Besser als nichts. Hatte schon Angst. Gut, dann würde ich sagen, wir hauen ab, würde ich sagen. Wir sind hier voll wie ein Christbaum. Und betreiben jetzt dann nochmal Handel. Das passt, glaube ich, super bis zum Ende des Parts. Und ja. Ich glaube, das können wir so machen. Bam, 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 bam. Servus. So. Mal schnell zu unserer Truhe. So, 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 so. Voll wie ein Christbäumchen. So, das zu dem. Der modifizierte Samen. Genau. Dann brauchen wir. Der ist sogar hoch. Das können wir wieder für die Ramschkisten verwenden. Das ist hoch. Na, das ist neutral, weil wir es letztes Mal so gut verkauft haben. Weg damit. Ramschkiste. Ramschkiste. Der ist beliebt. Neutral. Den können wir hergeben. Neutral. Neutral. Magnetit wäre hoch. Staub wäre sehr beliebt. Kaputte Batterie. Okay, der wird neutral sein. Jawohl, wenn wir zu viel verkauft haben. Die können wir ruhig mitnehmen. Die wird neutral sein. Genau, das ist hoch. Okay. Neutral. Neutral. Der Nährboden ist hoch. Das nehmen wir auch mit, weil da wissen wir eh nicht. Den nehmen wir auch mit. Den nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Das ist auch hoch. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. So. Hier kommt jetzt mal das ganze Wasser rein. Plus das und das. Dann gehen wir wieder Nachschub holen. So, dann könnte man, kann ich mir vorstellen, den Draht brauchen wir nicht. Okay. Das ist nichts. Das ist gut. Das ist gut. Das ist neutral. Was bist du? Wüstenstrick. Schön. Ah, da sehe ich gerade was. Den können wir mitnehmen. Das wissen wir nicht, das nehmen wir auch mit. Den haben wir zu viel verkauft, wollte ich sagen. Na, das wollte ich sagen, das brauchen wir nicht. Wie schaut es damit aus? Neutral. Der war auch noch hoch. Gut. Dann platzieren wir das Ganze mal. So, und zwar...
den Trank. Mindestens 8000 haben wir gesagt. Ich werde gleich mal auf 10 gehen. Da werden sie wahrscheinlich wieder meckern, aber das ist mir ehrlich gesagt jetzt wirklich wurscht. Den haben wir mit 10.000, ja, das lassen wir mal so, weil mit 5.000 war er definitiv zu billig drin. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Da würde ich sagen, so. Aha, das ist das da. Ich würde sagen, nehmen wir es bei 3.000. Da haben wir 2000, ich würde sagen 2500 mal. 4000 haben wir hier und 2000 haben wir da. Da würde ich sagen, nehmen wir auch mal so 2050 vielleicht. So, das Zeug ist glaube ich neutral, das können wir wegtun. Zack, 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 zack. Da würde ich auch sagen, nehmen wir 4000. Da hätten wir einen Tausender, da hätten wir auch einen Tausender. Da würde ich sagen, machen wir mal so 1100. Hier beim Zehner würde ich sagen, machen wir auch so mal 4000. Den tun wir auch tauschen gegen den. Hoppala. So. Ja, die beiden haben wir schon zu viel verkauft. 640, okay, das schaut okay zu sein. Das ist neutral, das haben wir weg. Kristallschirm haben wir jetzt umsonst mitgenommen. Ich bin so schlau. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt mit einem 10.000er, ich habe keine Ahnung. 1, 2, 3. Also 1, 2 nur, hoppala. Na, was war das jetzt? Da würde ich es vielleicht auch mit, keine Ahnung, 5.000 probieren, ich habe keine Ahnung. So, und da oben noch zwei Sachen. Zack und zack. Das ist echt nur 300 wert. Tatsächlich probieren wir es mit 330. Und hier probieren wir es auch mit, keine Ahnung, 5000er Stück. Ich habe keinen Schimmer. Werden wir sehen. Weg, weg, weg. Weg. So. Was können wir jetzt noch nehmen? Hätten noch Platz. Löteisen? Nein. Die hatten wir schon. Ja, da ist nichts mehr. Wie schaut es mit dir aus? Nein. Du? Ja. Also. Dann, du bist nichts da. Wert. Du auch nicht. Du sowieso nicht. Fertig. Dann schauen wir hier noch, ob da noch was wäre. Na. Okay. Viel ist es nicht, was wir haben. Aber egal. So, versuchen wir unser Glück. Begrüße. So. Den modifizierten Samen haben wir natürlich. Bitte schön. Die Firma dankt. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, das ist zu teuer. Dann probieren wir es mit 9000. So. Jawohl, 9000 ist gut. 9000 wieder gekauft, das ist schön. Dankeschön. Servus. Okay, das Ding ist schon mal zu teuer. Danke. Das heißt, den Draht können wir schon mal billiger hergeben. Ich würde sagen 9000. Abgeben. Dankeschön. Dankeschön. So, dann können wir noch den hier für 4000. Okay. So, den wir beobachten.
wo denn was zu teuer ist. Ui, da ist jemand extrem zornig. Das ist mit 3000 zu viel. Aha, dankeschön. Ui, da haben wir zwei Schnäppchen hergegeben. Ah, zweimal dasselbe sogar. Dankeschön. 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 Da ist noch jemand. Irgendjemand ist da sauer. Ich glaube, das ist noch dem, wegen dem hier. Wenn wir es halt mit 1000. Da drüben ist noch was zu teuer. Probieren wir es mit einem Dreier. Oder zumindest 3,5. So. Da ist jemand wütend. So. Dankeschön. Okay, das sind... Opa, danke. Das sind einige enttäuscht. So. Der war zu teuer. Da gehen wir runter auf... Ich würde sagen so. Danke. Da ist nochmal jemand traurig. 4000 ist zu viel. Nehmen wir... Opa. Ja, ist egal. 3,5. Ein Auftrag hätten wir da. Sie wünschen, bitte. Nährboden. Jo. Schauen wir mal. So, irgendwas war da zu teuer. Ich glaube, der hier. Probieren wir es auch mit 3,5. Dankeschön. Oh, wird trotzdem gern genommen. Okay. Danke. So, das hier scheint immer noch zu teuer. Machen wir es mal mit 3,5. Das ist noch immer zu teuer. Okay. So. Ich glaube, da ist ein Dieb. Kann das sein? Habe ich da gerade einen Dieb gesehen? Der da? Mal kurz warten. Freut sich gerade wer? Na, ich habe mich gleich verschaut. Okay. Dann würde ich sagen, so. Und hier drüben war auch irgendwas zu teuer. Jetzt gehen sie schon. Schon vorbei für heute. Oh, oh. Ui, da oben ist jemand stocksauer. Das da oben ist viel zu teuer, meint er. So. Ein Dieb. Wow, ich steck fest. Ich steck schon wieder fest. So, hab ich. Du Lümmel. So. Jemand hat was gekauft. Dankeschön. Und Dankeschön. Noch ein Dieb. Ach nee, sie hat ihn aufgehalten. Echt, wenn er zufällig in ihr reinläuft? Das ist cool. Oder wie? Na, das weiß ich selber. Das hat gerade so gepasst. Okay. Wir haben noch zwei Sachen. Der ist immer noch enttäuscht. So. Scheint auch noch immer zu teuer zu sein. Da haben wir, glaube ich, einen Dieb, was ich gesehen habe. Der da. Ein Schuft. Immer noch zu teuer. Das könnte aber schon aufhören. Sie ist schon fast geschenkt. Ja. Geh nur weg, du Schuft. Das ist immer noch zu teuer, jetzt kann ich ja aufhören. Also weil es neutral ist, hoppala, deshalb. Ah, da hat jemand was genommen, sehr gut. Dankeschön. Immer noch zu teuer, weil es
weil es schon neutral ist, das nehmen wir besser raus. So. Laden schließen. Okay, dann macht es schon von selber. Ist schon vorbei. 4 Diebe haben wir geschnappt. 42 Kunden hatten wir. 2 weniger als beim letzten Mal, aber ist ja wurscht. Trotzdem glaube ich, dass wir jetzt so schlecht verdient haben. Bah, fast 1 Million, wenn du denkst, ne? 905.080 Goldmünzen. Super. Schön. Haben wir da einen kleinen Polster für uns. Das ist hervorragend. Gut, dann würde ich sagen, wir betreten den nächsten Dungeon wieder. Also, warte mal. Wir haben jetzt, wann haben wir den nächsten Auftrag? Achso, jetzt haben wir erst hier. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Flüssigkeitsgefäß ist das nächste. Löteisen und Nährboden. Haben wir jetzt noch Nährbötchen über? Haben wir noch einen Nährboden über? Was müssen wir den nämlich jetzt bevorzugen? Das war jetzt der Dünger, ne? Ja. Nein, Nährboden haben wir, glaube ich, keine mehr, weil den habe ich verbraucht. Da ist einer. Ah, da ist ja auch noch was, um Gottes Willen. Aber ich sehe, glaube ich, keinen Nährboden. Haben wir da was drin noch? Nein. Gottes Willen, da haben wir Zeugs. Okay, Nährboden brauchen wir. Wir haben ein Stück. Ein Stück Nährboden haben wir, das heißt, wir brauchen jetzt noch 4. Den werden wir dann im nächsten Part angehen. Also wir können eigentlich gleich zum Walddungeon gehen und dann im Part beenden, dann speichert es das Ganze nämlich. Und werden dort dann versuchen, an Nährboden ranzukommen. Bei unserer Stärke müssten wir den Dungeon in 0,x durchhaben. Mit Endboss, aber wie gesagt, das wäre echt cool, wenn wir da mehr Rucksäcke hätten. Vielleicht kommt es noch, ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch übersehen, könnte auch sein. Aber wir gehen jetzt mal in den Dungeon rein. Und zwar, genau. Und somit, ihr Lieben, werden wir den Part beenden. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!